Habe die Ehre und herzlich willkommen im Jahr 2021. Schön, dass du wieder dabei bist und ja, schön, dass endlich dieses verrückte, ja, chaotische und aufregende, merkwürdige, herausfordernde, unnormale Jahr 2020 endlich vorbei ist. 2021 hat schon begonnen. Du hast dir Vorsätze genommen, du bist guter Hoffnung, dass sich alles wieder normalisiert, dass sich dein Leben wieder so gestaltet wie auch vor Covid, und du hast einfach ja ein Bedürfnis, wieder in Freiheit zu leben und dass sich alles wieder zum Guten und zu deinem ganz normalen Leben zurückverändert. Allerdings macht sich dann doch noch irgendwie so ein ungutes Gefühl irgendwie in der Bauchgegend bemerkbar, dass dir irgendwie sagt, so, ja, ich weiß nicht, ob sich alles wieder so beruflich und persönlich, was mein soziales Umfeld und mein professionelles Umfeld, was es betrifft und meine Situation, ob sich das alles wieder so zurückentwickelt, wie es vorher war. Und ja, falls du irgendwie spürst, dass sich was ändert und dass es vielleicht nicht mehr so sein wird, wie dein Leben, deine Beziehungen zu den Menschen, wie es vielleicht früher war, dann erfährst du hier drei ganz wichtige Punkte, wie du in 2021 dein Leben nachhaltig verändern kannst. Erstens. Selbstmotivation. Wenn du etwas ändern willst, dann fängt es bei dir an. Ich habe schon seit langem, bevor ich mich entschieden habe, mein Leben komplett umzukrempeln, habe ich gespürt, dass ich Grundlegendes, was falsch ist oder schiefgegangen ist in meinem Leben, dass ich eigentlich nicht den Weg gegangen bin, den ich eigentlich gerne gehen wollte. Was dazu notwendig ist, dann letztendlich, um diese Änderung dann auch vorzunehmen und dich dafür zu entscheiden, was anders zu machen, ist es ein Schlüsselerlebnis. Oder so ein springender Punkt, wo du sagst, jetzt reicht's, ich darf was ändern. Bei mir war es so, ich war auf einem Meeting, auf einem Seminar, auf einer Fortbildung in London, und da hat einer einen Vortrag gehalten, ein deutscher Experte für Digitalisierung und die Automatisierung von Prozessen. Unter anderem hat oder betreut er immer noch die weltweite Unternehmen und Institutionen wie CIA, FBI. Und er erzählte im Endeffekt, um das Ganze jetzt kurz zu machen, sagte er, wir sind hier versammelt von Finanzleuten aus der Buchhaltung, aus Controlling, aus dem Management. Ich kann euch sagen, dass der Großteil von euch wird in 10, 5 bis maximal 10 Jahren wird er einfach nicht mehr seinen Job haben, weil das Ganze automatisiert wird, digitalisiert wird durch künstliche Intelligenz. Und daher, ja, war mein Entschluss sofort, meine Reaktion, mein Impuls war, lass was ändern, mach was anderes, such dir was anderes, geh auf die Suche und lass dich inspirieren von anderen Leuten, von was weiß ich, von Büchern, wie auch immer, dass du einfach aus deinem Leben was anderes machst, als diesen herkömmlichen Weg zu gehen und diese Karriere in Unternehmen als Angestellter zu erleben. Daher zum Übergang zum Thema Bücher gleich das Thema Opfer- und Risikobereitschaft. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du was ändern wirst, dann, und auch um andere Ergebnisse und Resultate zu erzielen, darfst du auch deine Aktionen ändern. Und ich hatte anfangs den Fehler, oder was heißt Fehler, die Erfahrung machen dürfen, dass ich viele Bücher gelesen habe. Ich habe verschiedenste Fortbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht, wie auch immer. Aber im Endeffekt war es alles nichts anderes als theoretisches Wissen. Und ich bin nicht in die Aktion gekommen, ich habe viel Geld investiert, viel Zeit investiert, und
letztendlich geht es darum, dass du sagst, okay, ich nehme mir, ich setze andere Ziele und ich werde andere Ergebnisse nur dadurch mir ermöglichen, indem ich meine Zeit und mein Geld so investiere, dass ich auch entsprechend die Änderungen, die ich vornehmen will und auf das Ziel, auf was ich hinarbeiten will, dass ich dem näher komme. Dazu ist es auch notwendig, dass du ein entsprechendes Selbstvertrauen hast, weil im Endeffekt begibst du dich dadurch schon in so eine Art Unternehmerposition, dass du sagst, okay, ich gehe eine Wette ein, ich gehe eine Wette ein auf mich, ich wette auf mich und auf meine Zukunft, dass ich in gewisser Zeit erfolgreich sein werde mit diesem Projekt, mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe für mich, dass ich aus meinem Leben was Neues mache, ein neues Unternehmen gründe, eine neue Tätigkeit beginnen, was auch immer es sein mag. Aber es ist wichtig, dass du die Entscheidung triffst und bei der Entscheidung auch bleibst. Und zum dritten Punkt, um das Ganze dann auch zu manifestieren, um das Ganze auch zu realisieren, diese Entscheidung und dieses Opfer, das du gebracht hast, dass du sagst, okay, ich werde jetzt was anderes machen dürfen, damit ich weiterkomme und ich muss es einfach machen, weil es das richtig anfühlt für mich. Dann geht es darum, auch diesen Weg weiterzugehen, nicht aufzuhören, deinen eigenen Rhythmus zu befolgen. Du darfst konstant weitergehen. Das Ganze ist kein Kurzstreckenlauf, sondern eher ein Langstreckenlauf, ein Marathon. Und ein Marathonläufer trainiert auch nicht den Marathon an sich, sondern er etappenweise macht er sich an den Marathon vielleicht durch 10 Kilometerläufe ran, 20 Kilometerläufe. Aber es geht nicht darum, dass du voll Power gibst und anfangs loslegst und darauf zurennst in vollem Tempo, sondern es geht darum, dass du deinen eigenen Rhythmus findest, dass du verstehst, wie du konstant und zielstrebig deinem Ziel nachgehen kannst. Ein super Beispiel, das ich immer wieder höre, ist diese Geschichte vom Hasen und vom Igel oder auch von der Schildkröte. Der Hase läuft los, er weiß nicht, wie lang der Weg ist, geht irgendwann die Luft aus, er macht eine Pause und so weiter und so weiter. Macht immer wieder diese Sprints und braucht immer wieder längere Pausen. Und letztendlich die Schildkröte oder der Igel geht in einer gewissen konstanten Geschwindigkeit voran, braucht keine Pausen zu machen, weil er einfach bei sich ist. Er agiert aus der Ruhe heraus und findet dadurch schneller zum Ziel als der Igel, der denkt, er muss mit voller Geschwindigkeit, voller Energie und ohne auf sich selbst Rücksicht zu nehmen, dem Ziel heranpreschen. Was dann die Zielstrebigkeit angeht, was ich als Motto auch gerne benutze und was auch in meinem Logo sichtbar ist, ist das Tier namens Nashorn. Wenn das Nashorn sich auf ein bestimmtes Ziel fixiert hat, dann prischt es einfach los. Es fegt alles, was sich in den Weg stellt, von sich. Und ja, für mich verkörpert es einfach diese Widerstandsfähigkeit, die man definitiv braucht, um diszipliniert an sein Ziel zu gehen. Also, vergiss nicht, 2021 ist ein Jahr für mich und ich denke auch für dich eine Chance, die du nutzen kannst, wenn du selbst die Veränderung bist, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass Dinge möglich sind, dass Veränderungen möglich sind, dass du die Veränderung willst. Halte daran fest und gib nie auf und dann wirst du auch an dein Ziel kommen. So, wenn ich dir dabei helfen kann als Unternehmer, als Coach, dann tue ich das gerne. Dafür brauchst du nur hier unten auf dem Beschreibungsfeld auf den Calendly-Link drücken und kannst ein Gespräch mit mir vereinbaren. Ich habe mich gefreut, dass du zugeschaut hast. Wünsche dir alles Gute für dieses Jahr und ja, bleib dran. Bis bald. Ciao.